Charlie Hübner und Christine Kühl gleich in der Harald Schmidt Show. Helmut Charlotte! Und dann mit einem Quickstep. Mein heutiger Gast, ein Schauspieler, auf den ich mich schon lange freue, ein großartiger Schauspieler, Polizeiruf 110, Kommissar, Grimme-Preisträger, goldene Kamera und Mitglied des Ensembles im Hamburger Schauspielhaus. Und heute endlich zum ersten Mal bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Charlie Hübner! Ein Buch. Ja, ein Buch. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen oder fangen wir damit an? Wie wir wollen. Ja, es ist aber eine schöne Idee. Also, Sie haben sich ein Jahr lang fotografiert. Ja. Jeden Tag. Ja, vor 4 Jahren hatte ich die Idee gekriegt. Ich war ganz oben in Nordschweden im Urlaub. Und ja? Darf ich mal reingucken? Ja, unbedingt. Und dann kriegte ich so die Idee, dachte, du bist so viel unterwegs durch die Arbeit, fährst immer in irgendwelche Hotels, drehst immer irgendwo was. Und dann dachte ich, was ist denn so das Essentielle morgens? Und dann ist es mal das Bett, in dem ich schlief, das Bad, in dem ich mich wusch, die Fresse, die ich war. So. Die Fresse, die ich war. Genau. Ja. So, und das hab ich dann ein Jahr durchgezogen. Ja. So Selfie-mäßig. Das klingt eigentlich auch wie so ein Patient von Professor Mang, oder? Ja. Die Fresse, die ich war. Ja. Nach dem Aufwachen nach der Schönheits-OP. Die Narbe, die ich hatte. Aber jeden Tag ein Foto? Nee, jede Woche ein Foto. Ja, ach so, jede Woche ein genau. Foto. Und irgendwann war es dann aber auch erstmal wieder gut. Ne? Ja. So. Das heißt, das ist in ausgewählten Kunstbuchhandlungen? Das ist in Köln in einem Hotel, da habe ich Ladykracher gedreht. Ah, okay. Genau, das ist Maritim Hotel. Genau. Genau, das Maritim. Eigentlich auch schönes Maritim, ne? Wunderbar. Das ist unten an der Rhein-Uferstraße. Ja, die halten sich strikt an das, was sie sich damals ausgedacht haben. Ja, ganz toll. Also ich wohne da teilweise einfach mittags, checke ich mich mal ein. Ja. Ja, ja. Weil allein schon diese Fahrt in diesem gläsernen goldenen Lift da hoch. Und unten ist es so, riecht so nach Kaufhalle und so. Ja, ich mag das ja. Ich glaube, das wird künstlich sozusagen auch erhalten, dieser Geruch, weil viele sagen, ah, ich gehe einfach mal rein, um durchzuatmen. Ja. Wie ist es in Hamburg? Wie wohnt man in Hamburg? Seit wann sind Sie jetzt da? Seit letztem Herbst? Nee, ich wohne schon seit 11 Jahren in Hamburg. Oh, Entschuldigung. Aber da, wo ich jetzt wohne, wohne ich jetzt seit einem Jahr. Und da ist es sehr schön, so relativ elbnah und im Grünen, hinten kurz vor Blankenese. Oh, ja. Aber nicht ganz billig, oder? Ja, wir haben Glück. Ja? Ja, da gibt es so alte Nazi-Kasernen, die wurden ausgebaut. Hey, ich sage immer, es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht. Was der Nazi? Alte Nazi-Kasernen. Ja, und das ist natürlich billig. Da will keiner wohnen. Nein, da will keiner wohnen. Aber die Nazis sind doch weg, oder? Ja. Ja. Also in Hamburg. Ja. Aber ich meine, Sie waren noch Mitglied am Kölner Schauspielhaus hier und trotzdem in Hamburg gewohnt? Genau, gependelt immer, nicht? Ah, ja. Okay. Meine Frau wohnt in Bochum, dann haben wir, ich in Hamburg. Auch eine tolle Schauspielerin? Ja, Lina. Schauspielerin des Jahres gewesen? Ja. Ja. Und dann ist man natürlich viel, wo wird der Polizeiruf gedreht? Rostock und Hamburg, die Innenaufnahmen. Ah, okay. Weil die Filmcrew auch aus Hamburg ist, das kostet so viel Geld, die alle in Rostock zu bewirtschaften. Ja. Wie viele Drehtage, Schauspieler jammern, die Drehtage werden immer zusammengeschrieben. Wie viele Drehtage hat so ein Polizeiruf? Wir haben 22 und das war schon immer so. Also wir haben uns von Anfang an runtergestuft. Ich glaube, früher gab es 28, dann irgendwann 25. Ja. Und wir haben nur 22. Es wird gespart. Kommt da so ein Controller auch zum Dreh, der sagt, hallo, Kaffee bezahlen? Oder? Nee, es kommt aber ein Controller, der guckt, dass wir nicht zu lange arbeiten, dass das Team nicht geschreddert wird. Der taucht auf einmal auf, der kommt wie so ein Gespenst und auf einmal steht er vor dir. Ja? Hallo! Und man ist so in der 13. Stunde und das Team ist auch schon am 14. Tag runter und dann. Ja? Wie lange dreht ihr heute schon? Ah ja, ist das so eine Art Spion oder wie? Nee, es gibt so eine Novelle irgendwie im Gesetz, dass die Produktion eine bestimmte Anzahl an Stunden am Tag drehen dürfen. Und da gibt es eben den Controller. Kenny, ich hatte mal einen Drehtag bei unser Charlie. Mit dem Affen. Ja. Ach so, ich dachte, du meinst den.
Unser Jamie, der Affe, und da kommt der Tierarzt und der Tiertrainer und mitten in der Szene wird der Affe ausgewechselt. weil die also Bestimmungen für Affen sind ganz streng und mittlerweile hat das ZDF das eingestellt, weil nicht mehr mit den die Tiere trotz allem nicht artgerecht behandelt wurden. Und die Schauspieler? Das ist egal. ja, aber der Schauspieler haben wir ja genug. Ja, ich kenne auch keinen Schauspieler, wo sich einer drüber aufregen würde, wenn der irgendwie, sagen wir mal, jetzt mit wunden Füßen noch dreht oder so. So. Ja, unsere Künstler, das sieht man auch nicht. Ja. Und da haben sie aber auch eine tolle Partnerin in Polizei auf 110 mit Anneke Kim Sarnau. Ja. Ja, die ist großartig. Sie sind Heavy-Metal-Fan? Auch. Konkrete Band? Also Motorhead schon immer. Yes. Motorhead. Ja. Also muss man einfach Lemmy. Machen. Lemmy. Lemmy, ja. Ich hatte auch das große Glück, dieses Jahr in Wacken ihn live erleben zu dürfen. Ja. Das war nur eine halbe Stunde. Dann war das Herz müde, aber... Bei Lemmy. Ja. Ja. Ja, der ist schwer krank seit 2 Jahren oder so. Ja. Und fing aber richtig an, wie in alten Zeiten. Und dann, sorry guys, I have to stop it now, before I'm dying. Und dann ging er von der Aber er ist sensationell. Er war zweimal hier. Mit der Band oder dreimal. Und sie haben die kürzeste Catering-Liste von allen Bands. 3 Flaschen Whisky. Machen die das wirklich oder ist das Show? Die trinken schon. Naja, zum Teil, aber mittlerweile ist es natürlich, jeder sitzt in einem eigenen Zimmer und macht so so Computerspiele. Das ist dann schon toll, wenn man so einen Heavy-Metal-Musiker sitzen sieht. So. Ja, so ein kleines japanisches Männchen. Ja. Das ist toll. Und im Bus geht's dann weiter. Aber ich meine, die sind seit 100 Jahren auf Tournee, dass sie überhaupt noch leben. Das ist doch das ist irre, oder? Der saß im Wacken auch hinten auf in seinem Zelt, was er hatte, und las Krieg und Frieden an dem Tag. Oh. Ja, saß am Mansal, Lemmy Kilmister so sitzen zum Buch. Und dann sagte der Drummer, ja, it's War and Peace by Tolstoy. Sensationell. Abgefahren. Und dann ist er auf der Bühne und hat Ace of Spades gespielt. Ja, aber ich glaube, seine Mutter war Bibliothekarin. Der Vater war Pfarrer. Ja, das stimmt. Ja, das englischer auch, Pfarrer. Und die Mutter war, glaube ich, entweder Lehrerin oder Bibliothekarin. Ja. Und er hat den genialsten Satz gesagt, den ich jemals zu einem Musiker gehört habe. Er hat erzählt, er wurde gefragt über einen Gitarristen, wie findest du den? Und er hat gesagt, very nice, but I've seen Hendrix. Und damit ist es eigentlich das Thema beendet, oder? Ja. Und was ist mit Rammstein? Rammstein ist ja nicht nur Metal, Rammstein ist ja auch Punk und ist ja schon, also jetzt in meinem Fall auch dann eher schon so eine große Liebe, wirklich. Die werden ja sehr missverstanden, das kann ich auch nachvollziehen, wenn man die Ursprünge nicht kennt, so als linke Punks in Ost-Berlin in den 80er Jahren. Das habe ich als bewundernder Teenie erlebt, ich war nicht dabei, so, aber ich habe es aus der Ferne erlebt. Und die sind ja in meiner Heimat immer, machen die gerne Urlaub. Und der Humor, wenn man ihn hat, ist es eine große Freude. Kennen Sie die privat? Nur den Schlagzeuger habe ich jetzt kennengelernt. Gut. Aber ich bin so ein Fan, dass ich das eigentlich nicht hinkriegen würde. Ich könnte den gar nicht sagen. Ehrlich, ja? Ich würde vor dem sitzen und... Cool. Ich habe mal ein Porträt, 2 Stunden über die gesehen und der Schlagzeuger ist eigentlich so ein... Der wirkt so fast studentisch, ja? Mhm. Und sagt, dass er auch Angst hat in diesen Szenen mit dem Stage-Diving und wenn er mit dem Schlauchboot da rübergereicht wird und so. Ja, Flagge. Das sind richtige... Ja. Die gehen richtig in die Figur rein. Ja, das ist eben eine tolle Setzung. Also das ist eben eine richtige... Das ist eine Figur. Die ganze Band ist eigentlich eine Figur, in die dann reinschlüpfen, auch in Wacken, wo man dann merkte, die kitschen sich jetzt ein und ziehen dann das Konzept durch und danach sind die, das sind keine echten Rocker, jetzt wie Lemmy, die das dann auch leben, sondern die behaupten da was und das finde ich großartig. Ja. Und ich muss oft lachen, wenn ich die Platten höre. Aber ich kann auch verstehen, dass man es nicht gleich... Ja, man muss es aber... Und ich finde es auch gut, aber ich verstehe schon, dass manche Leute da dann hinterher einen falschen Wahlaufruf drin sehen. Ja. Bloß mein Herz schlägt links, 2, 3, 4, kann man doch jetzt so schwer dann auch nicht eigentlich nicht, aber natürlich in der Art, wie es gesungen wird, könnte man dann irgendwie... Bom, 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 bom. Aber gut, also vielleicht können wir heute ein bisschen dazu Klärung beitragen. Ja, also das ist auf alles sind linke Punks, sie haben sich wirklich aktiv gegen die dominanten Umstände in der DDR gewandt. Sie haben sich auch schon sehr oft geäußert, dass sie natürlich mit dem Nazikram gar nichts an dem Hut haben. Sondern es ist ein Spiel damit, mit dieser Irritation, mit dem Tabu. Und es sind ganz sanftmütige, alte Helden aus DDR-Tagen, die viel Humor haben. Und jetzt schauen wir mal in eine Szene aus dem neuen Film, der morgen Premiere hat. Der heißt Bibi und Tina. Das ist auch so eine Partyband. Ja, Bibi Blocksberg, kann man sagen, ein Spin-off, Bibi Blocksberg. Ja. Ist das der Bösewicht im Film? Ja. Ja. Hans Kackmann. Kackmann? Hans Kackmann, ja. Ja? Ja.
Und was heißt das Haus? Gibt es wirklich? Das Haus gibt es wirklich, steht in Nebra in Sachsen-Anhalt. Das ist ein Museum, da hat man etwas gefunden, historisches, die Erde als Scheibe. Dafür wurde dann dieses Museum errichtet mit diesem goldenen Riegel obendrauf. Die Scheibe wurde dann mal nach Halle gebracht, weil die Landeshauptstadt ja auch eine Touristenattraktion braucht. Jetzt steht da dieses Museum, aber die Scheibe, warum man da hinfährt, liegt in Halle. Ah, okay. Ja gut, aber warum die sind miteinander verbinden? Na eben, das ist jetzt ganz in der Nähe. Toll. Der Film startet morgen, Tina und Bibi, weiterhin am Hamburger Schauspielhaus, das gerade sehr erfolgreich gestartet. Die Intendantin ist ja hier aus Köln weggegangen, nach wahnsinnig erfolgreicher Zeit hier in Köln. Ja. Hamburger Theater wird ein bisschen gebaut. Ja, die Havarie lässt uns das noch spüren, dass sie da war. Im Oktober ist ja der Eiserne hochgefahren und hat alles kaputt gemacht. Ja. Und da ackern wir jetzt noch ein bisschen dran. Aber es ist gut losgegangen. Es ist gut losgegangen, es waren gute Kritiken. Und Sie spielen auch einen großen Russen, nicht Krieg und Frieden, sondern... Jewski. Genau. Ja. Raskolnikow. Nee, wir machen Schuld, also Raskolnikow, aber ist die Figur. Wir sind alle Raskolnikow und am Ende teilt sich's auf. Schöner Abend, macht total Laune. Also, Kino, Bibi Blocksberg, die großen Russen auf der Bühne und Polizeiruf 110. Hoffen wir, dass noch genügend Zeit bleibt für die Konzerte von Rammstein. Ja, das oder von Lemmy. Ja, genau, super. Vielen Dank für den Besuch, hier bleiben wir machen noch Musik. Charlie Hübner, meine Damen und Herren.